Thank you.
So, meine Leute, na wie geht's? Schön, dass ihr da seid. Wir machen weiter mit unserem Test von unserem Spiel. Albino ist auch schon am Start. Albino, wie geht es dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Und du hast jetzt rausgefunden, was ich immer mache, während das Starting Soon läuft. So. Ah, hier vielleicht noch ein paar Fackeln oder sowas. Da wirkt dieser Raum auch nicht so leer. Boah, wisst ihr, was wir einfach machen? Wir gehen ins Schloss. Huch. Kopieren uns das einfach raus. Mach mal nur mal ein paar so in die Ecken rein. Genau. Hier kann ich leider nicht so wirklich was reinmachen. Aber hier wieder. Einfach so ein bisschen die Ecken noch quasi beleuchten. Das sieht auch wieder doof aus. Nee, kommt. Das lassen wir. Hab mich doch gerade umentschieden. Also zumindest nicht mit denen. Oha. Host, Yoshi, danke für deinen Host. Kam gerade die Anzeige, ich hatte gerade das Spiel hier offen. Ich kann es gerade nicht sehen. Kein Alert. Okay, dann sorry deswegen. Ich werde dann wohl mal da gucken müssen. Aber was ich machen kann, das kann ich nämlich dann auch hier draußen machen. Solche Fackeln dran. Wie geht's? Ja, ich habe irgendwie so ein bisschen Kopfschmerzen, aber sonst alles schick. Hier draußen scheiße aus. Das lassen wir. Wir lassen das einfach mit den Fackeln. Kommt. Bis mir irgendwann mal was einfällt. Ja, aber irgendwie gefällt mir das nicht, wenn da solche Fackeln stehen.
Okay, wartet mal. Ich muss hier die Blindheit mal ein Stückchen weiter, also Schlaf und Blindheit, ein Stückchen weiter runtersetzen, glaube. Oder war das höher? Ich weiß es gerade nicht mehr. Weil sonst geht das die ganze Zeit so, dass man immer und immer wieder nur erblindet oder eingeschläfert wird. Und ich möchte das quasi so haben, dass sie das nicht so spammen können, dass sie auch mal normal angreifen. Lernen können wir noch nix. Mache ich das jetzt, weil dann müsste ich wieder wahrscheinlich von vorne anfangen. Nee, wartet. Ihr schreibt mir das auf. Alles klar, Yoshi. Und danke für den Lurk. Und Diebe, Skills, wir arbeiten. Ich tue mich jetzt natürlich hier durchbeißen. In der finalen Version habe ich dann halt jetzt gesagt, okay, ich drück mal die Lebenspunkte von den Gegnern um 300 zum Beispiel runter und tu die Skills von den Dieben jetzt hier bearbeiten. Jetzt macht er mich noch blind. Der hat mir einen kleinen Mana-Trank geklaut, der Penner. Ich habe einen Mana-Trank dazu bekommen. Hihi.
Also du machst erstmal Willenskraft. Waffensegen. Und du machst Sternlicht. Du greifst weiter an, komm. Du mit deiner schwulen Blindheit immer. Ah. Ja, wie gesagt, die muss ich noch mal ein bisschen fixen. Die sind so ein bisschen blöd. Das passiert, wenn man die Leertaste gedrückt hält. Los, greif an. Da ist eine Horst, die zerwamst. So, wir müssen Horsti erstmal wieder beleben. Ich glaube auch, wenn ich dann die Diebe so ein bisschen gefixt habe, dann... Oh, warte mal, mir fällt da noch was ein. Dann sind die auch leichter. Also auf jeden Fall sind die dann leichter. Blindheit. Und... Love. Zauber. Auf einzeln machen. So, das sind jetzt halt quasi die Sachen, die ich mir aufschreibe, damit ich das nochmal bearbeiten kann. Nee. Elka, hallo, wie geht's? Schön, dass du da bist. Alles gut bei dir? Warm ist es. Ja, ja, ist schon relativ warm. Kannst aber einen Boss machen, der Räuber heißt. Ein einzelner Boss. Hier habe ich jetzt auch gerade noch was entdeckt. Ja, kann ich machen. Nicht so weit. Mir fällt auch gerade schon ein, wo ich das machen kann.
So, Spieler berührt muss ich hier machen. Wettereffekte muss ich hier auch ausschalten. So, zack. Und die Wettereffekte dürften jetzt aus sein dann. Natürlich sind die jetzt bei mir noch an. Aber ist auch vollkommen okay. So, demnach müsste ich dann gucken, dass ich sie hier nochmal ausschalte. Hier sind sie alle ausgeschaltet. Hier muss ich es wieder einschalten. Moment, das war jetzt falsch hier. So, man kommt von hier nach da. Dorthin. Hier hoch? Ja. Gestern war ich auch schon da. Ich bin eigentlich immer da. Okay, hier Ostturm draußen. Hier ist der Wettereffekt schon drin. Also scheine ich das schon gemacht zu haben. Gut. Ja, Albino, ich hatte das jetzt nur so eingestellt. Die Wettereffekte, die sind dann quasi draußen, so wie du das jetzt siehst. So ist das schön. Aber wenn ich hier drinne, also wenn ich hier reinkomme, sollten dann keine Wettereffekte mehr da sein. Tag und Nacht, ja, aber keine Wettereffekte. Kommt her. Weil es wäre ja Blödsinn, wenn ich die draußen dann ausschalten würde. Hier draußen, dann brauche ich die auch überhaupt nicht zu machen. Wisst ihr was? Weil ich bei LK ja nicht immer so reingucken kann. Machen wir einfach mal einen Shoutout für Nielka. Nee, ich muss jetzt mal ganz kurz was gucken. Irgendwas hat sich hier doch disconnected, oder nicht? Ja, ich muss sowieso noch mal überall drüber gucken bei mir. Nielka, bei mir, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, aber sonst alles schick. Alles schön. Albino, dadurch, dass ich hier an den Turm auch nochmal gearbeitet habe, also quasi war das hier der normale, also das vorherige gewesen, was wir hatten. Und ich hatte jetzt das hier noch dazu getan, damit du das unten auf den Kompass sehen kannst. Und hier muss ich dann halt auch nochmal die Wettereffekte ausschalten. Und das sind dann halt solche Sachen, die ich dann einfach vergessen habe. Verdammt!
Was spielst denn du eigentlich zurzeit, Nielka? Animal Crossing, New Horizon. Okay. Albino, ich bin jedem dankbar, der mir hier Fehler oder irgendwelche Bugs raussucht. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und ich werde auch jeden dann nochmal in die Endcard mit reinnehmen, so als kleines Dankeschön. Also jeder, der mir hier geholfen hat, das zu bearbeiten, sei es getestet, gemacht, getan, wird auch im Spiel dann erwähnt, wenn man dann halt quasi, wie nennt man denn das? Den Abspann? Ich würde jetzt einfach Abspann sagen, wenn der Abspann dann läuft. Albino, ich möchte das jetzt erstmal selber testen, weil so finde ich ja auch schon mal viele Sachen noch, die ich machen muss. Oder quasi, wenn das dann so mir gefällt, wie es ist, dann wird das dann nochmal alles losgeschickt. Also ich schicke euch das dann auf dem extra Discord-Server. Den Link und alles, da könnt ihr das dann runterladen und könnt auch noch mal testen, weil ich finde definitiv nicht alle Fehler. So, wenn wir dann quasi, wenn ihr das dann testet, dann begebe ich mich auf die zweite Map, mache die zweite Map noch so in der Zwischenzeit so hübsch wie möglich. Und danach wird es schon dann zur ersten offiziellen Demo von dem Spiel kommen. Somit sind zwei Inseln abgedeckt. Das ist eine Spieldauer von, keine Ahnung, 8 Stunden oder sowas. Das müssen wir dann rausfinden. Natürlich testet ihr dann die zweite Insel auch erst vorher. So, den Raum haben wir gecleant. Mein Frauchen fing ja auch an und hat gesagt, aha, ist das vielleicht nicht so gut, wenn du das im Stream testest, alles und sowas. Ich so, naja, meine Zuschauer, die waren ja alle dabei, wo ich das schon getestet habe. Und der Ehrenteufel ist auch am Start. Mein Ehrenteufel, wie geht's? Das ist nicht ganz richtig, Ehrenteufel. Ich war sogar mal in der Sonne, heute früh. Ja, wegen arbeitmäßig halt. Diesmal war Rücken dran. Du warst in der Sonne und lebst noch? Ja, also, sagen wir jetzt mal nicht direkt Sonne, sondern eher so. Nein, Quatsch. Ja, es kommt vor, dass ich auch manchmal in der Sonne bin. Thank you.
man gar nicht. Zum WGT zum Beispiel. Und nächste Woche kann das sogar auch nochmal passieren, dass ich da einfach mal in die Sonne gehe. Ekelhaft, hä? Ups. Die einzelnen gehen eigentlich, muss ich sagen. Wenn man einzelne Diebe hier hat, die sind eigentlich, ja, etwas human, sagen wir es mal so. Dein Ex-Freund TV. Kannst du Schriftarten bearbeiten? Ich glaube, ich habe dich das schon mal gefragt. Die Frage gilt natürlich jeden. Jeder, der Schriftarten bearbeiten kann, bitte mal Bescheid geben oder beziehungsweise was heißt Schriftarten bearbeiten. Quasi einen Text erstellen nach meinen Wünschen. Also so mit Schnörgel und all so ein Quatsch vielleicht. Mana-Trank, den Rest haben sie uns ausgezutschelt. Blindheit. Da gibt es noch die günstigere Variante, nennt sich GIMP. Worüber ich zum Beispiel alles mache. Aber gerade sowas mit Schriften und sowas. Also ich kann ein bisschen dran rumpixeln, ja, aber mehr auch nicht. Oha. Ist das nicht sogar so, dass das Photoshop mittlerweile monatlich kostet oder sowas? Ich da nicht mal irgendwas gesehen gehabt? Weiß nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, es kostet mittlerweile monatlich. Bei sowas bin ich nämlich auch überhaupt kein Freund von. Wenn man sich ein Programm besorgt, was man monatlich immer dann quasi bezahlen muss, nee. Deswegen habe ich damals auch nie WoW gespielt.
Wir hauen hier auf die Einzelnen einfach mal stumpf drauf. Sofern wir nicht schlafen. Das Gemeine an den Viechern hier ist ja, dass die dir auch die ganzen Tränke und alles rauszutscheln. Da bin ich überhaupt kein Freund von. Ich meine, in dem Sinne, es sind nur 24 Euro. Ja, das ist richtig. Aber ich mag es lieber, wenn du dann, keine Ahnung, wie bei Filmora zum Beispiel, da habe ich das Programm einfach gekauft und jetzt habe ich halt immer und immer wieder das Programm, ohne dass ich monatlich was bezahlen muss. Mit Filmora mache ich zum Beispiel meine Starting Zooms und alles. Ich hatte ja anfangs, wie hieß denn das? Anfangs war es ja der Movie Maker oder sowas. Wartet mal kurz. Ich möchte hier mal noch eine Truhe hinsetzen. Es ist dann einfach, damit man dann hier zum Beispiel mal 10 Tränke bekommt. Weil der Raum hier, der ist ja schon ganz schön knackig. Oder... vielleicht mal eine Waffe. Rüstung. Kommt, wir hauen hier mal noch eine Lederweste hin. Wartet mal, ich bin doch auch was blöd. Ich habe das doch alles schon mal vorbereitet. So, ich habe jetzt quasi einfach nur noch mal den RPG Maker geöffnet mit dem anderen Spiel, wo ich dann hier die ganzen Sachen schon mal vorbereitet habe, wie zum Beispiel Regionenübergänge, Quest wechseln. Das hier brauche ich. Da brauche ich das nämlich noch rauskopieren. Und brauche es hier einfügen. So. Und nochmal bearbeiten natürlich. So, 10 Tränke hier. Jetzt war ein bisschen zu viel. 10 Tränke erhalten. So, das sieht dann schön aus. Hier machen wir das auch. Boah, wisst ihr eigentlich, worauf ich mich freue? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder schon mal gesehen habt. Auf YouTube gibt's einen YouTuber, der macht halt immer mal solche Survival oder sonst irgendwas Sachen. Und der hatte damals
war letztes Jahr oder sowas, ich weiß es gerade nicht, hat er quasi so ein Produkt entwickelt namens Seven vs. Wild. Und das soll in die zweite Staffel gehen. Da freue ich mich drauf. Das ist so ein Quatsch, den gucke ich mir gerne mal an. Nee, kommt. Wenn man jetzt hier noch alles zupflastert mit irgendwelchen Truhen, ist das ein bisschen blöd. Klaut mir meinen Trank. Ich meine, im Endeffekt muss ich ja auch gucken, dass ihr auch teilweise einfach mal solche Truhen finden könnt. Und so ein Turm ist halt auch prädestiniert dazu, mal Truhen zu finden. Ich meine, ich könnte es auch machen, dass man hier in die Wand reingehen kann und dort quasi noch einmal sowas wie eine Truhe oder sowas finden kann. Ich weiß nicht, wie würdet ihr das finden? Natürlich wird es dann einen Charakter geben, der das dann erkennt. Ein Level Up. Sowas wie versteckte Wege wäre das was, was ich hier mit einbauen soll. So versteckte Sachen. Sehr gut. Sieht es mit den Lebenspunkten so aus? Eigentlich relativ gut. Level 7. Ja, ich werde die Gegner dann mal noch einen kleinen Mühe schwächer machen von Lebenspunkten her. Von Angriffen vielleicht nicht, aber von den Lebenspunkten. Und ich muss die definitiv etwas kleiner darstellen.
Musst du nicht allzu leicht sein. Das ist richtig, aber... sagen wir es mal so, wenn du das erste Mal gegen eine Krähe kämpfst, musst du schon... bist du bei ungefähr 8, 9 Runden oder sowas. Wenn du den dann besiegen kannst. Ich werde sie nicht viel leichter machen, nur ein kleines Müh, weil ich finde, die sind, beziehungsweise, wenn ich dann so drüber nachdenke, dass das ja auch unter anderem Leute spielen, die sich nicht mit solchen RPGs und sowas auskennen. Blindheit, toll. Werden auch alle gerade mal vielleicht 200 bis 300 Lebenspunkte verlieren. Ansonsten behalten die ja ihre Stärke und alles. Das ist wirklich nur ein Mühe. Blindheit, knall mir Blindheit drauf, du Arsch. Ja gut, wobei, ab hier geht's ja dann. Das sind nur die ersten zwei Mobs, die so ein bisschen eklig sind, so richtig eklig. Also quasi der Schleim, der muss definitiv etwas schwächer gemacht werden. Und die Krähe. Ansonsten, hier geht's dann eigentlich. Nielka, mir geht's quasi definitiv um die Anfangsmobs. Da ist halt als erstes ein Schleim und als zweites eine Krähe. Und um die zwei Gegner geht es gerade so hauptsächlich. Wo ich so drüber nachdenke. Okay, ab hier sind es zwei. Die werden dann quasi den Angriff Blindheit zum Beispiel nur noch auf einen machen können. Und genauso wie mit Schlaf. Oder ich lasse Blindheit auf alle und nehme nur Schlaf auf einen. Das weiß ich noch nicht. Weil so wie es jetzt gerade ist, ist es ein bisschen künstlich in die Länge gezogen, ehrlich gesagt. Ja, halt keine Willenskraft. Du greifst an. Sternlicht, komm. Da doch was raus, Horsti. Ja gut. Trank verloren. Shit. Das war nicht so der Plan. Horsti kann erstmal kurz heilen. Also keine Angst, die Ehre, es wird nicht zu leicht werden. Ich glaube, Blindheit lasse ich auf alle. Ich mache nur Schlaf auf einzelne Personen. Dann können die das nämlich auch so spammen, wie sie es jetzt gerade machen.
Dann ist das nämlich kein Problem. Oh, Horsti alleine. Komm, Killer Horsti. Mache. Sehr gut. Kleiner Trank, Mana-Trank. Du kriegst erstmal einen Mana-Trank. Will mich dann hier dem noch mal kurz widmen. Ich glaube, ich habe eine Methode rausgefunden, wie ich das so machen kann, wie es eigentlich sein sollte. Normalerweise soll das ja erst links, oben, rechts, unten dann so aufploppen. So in dem. In der Reihenfolge halt einzeln immer zuerst. Ich glaube, ich habe eine Methode gefunden. Oha, Horsti. Du hast keine Magiepunkte mehr. Speichern. Ja. Dazu erstelle ich erst einmal ein neues Event. Moment. Was haben wir hier? Uns das, obwohl, warte mal, das kann ich. Nee, kann ich nicht. Und zwar 4 Steine um Schalter. Das ist 184. So ist dieser Schalter ein. Die 184. Wenig. Wir machen das mal anders. Ich kopiere mir das einfach mal und bearbeite das hier drinnen. Weil so kann ich wenigstens sagen, okay, alles klar. Ich kann das jetzt quasi auch verhunackeln oder halt kaputt machen. Ohne dass irgendwie was Blödes passiert. So, da kann ich das rausnehmen. Hier soll quasi jetzt gar nichts mehr passieren. Wobei es ja auch vorher schon nichts passiert ist. Mir das nochmal angucken. Auf zu. So ist quasi der Schalter. Genau, so soll das passieren. Ansonsten soll ja nichts sein. So.
Lasst mich mal kurz überlegen, wie ich das mache. Pion einfügen. Leeren. Wir machen das nämlich erstmal so rum. Das ist eigentlich eine bessere Variante. Das ist noch so ziemlich das erste Rätsel, was ich gemacht hatte. Wo ich das noch alles so ein bisschen gelernt hatte. Eigentlich kann ich das auch einfach kopieren. Bearbeiten. So ist der Schalter an. Ich müsste das eigentlich komplett nochmal neu schreiben, alles. Werde ich auch machen, kommt. Wir schreiben das jetzt nochmal alles komplett neu. So, 184. Machen wir die zwei Schalter nämlich auch nochmal weg. Okay. Und wir arbeiten mit was komplett anderen. Und zwar mit dem hier. Mit Regionen. So Region 1 und Region 2. Jetzt gucke ich hier oben nochmal, Region Übergänge. Brauchen wir nämlich hier die Seite auch nicht. Zack. Jetzt weiß zum Beispiel der RPG-Maker hier in diesem Raum, natürlich wenn wir hier einen parallelen Prozess machen, wo wir sind. Ob wir jetzt hier so lang laufen, dann betreten wir hier diese Fläche. Und der RPG-Maker weiß dann, ah, warte mal, jetzt mache ich mal eine Variable auf 1. Und dann hier, ah, jetzt ist aber die Variable 2 dran. Genau, das machen wir mal raus. Kopieren uns diese Variable. Und setzen die hier auf 2.27, okay. Wenn wir hier durchgehen, ist dann sozusagen die Variable 27. Variable-Steuerung. Variable 27 brauchen wir jetzt. Auf 0. Das ist einfach nur, damit sich das dann, wenn wir hier durchgehen, alles resettet. Dasselbe machen wir dann auch hier oben. Mit der Variablen auf 0 setzen. Sehr gut. So, jetzt möchte ich ja, dass hier solche solche Klötze auftauchen, sozusagen. Machen wir gleich mal ein neues Ereignis. Suchen uns quasi einen schönen Sprite aus. So,
Kisten. Naja, nehmen wir wieder den hier. So, das übernehmen wir jetzt erst einmal. So. Ringsrum soll das passieren. So, jetzt müssen wir das hier erstmal auf Wie-Charakter setzen. Damit das quasi dann hier blockiert wird, sonst könnten wir oben drauf laufen. So, jetzt möchte ich aber mit Variablen arbeiten. Setzen wir sie hier rein. Alter Turm. Nee, warte mal. Doch. Ach, ist egal. Lass mal so. Schalterturm soll um 1 hinzugefügt werden, wenn wir die Region 2 betreten. Das heißt, wir treten hier drauf und Region 2 wird, also Schalterturm wird um 1 erhöht. So. Das machen wir auch hier. Ist Schalterturm gleich 1 und oder höher, dann soll das passieren. Hier ist Schalterturm gleich 2 oder höher. Soll das passieren? Und dasselbe machen wir dann auch hier mit denen. So, wir haben ihm jetzt gesagt, dass der Schalterturm um 1 erhöht werden soll, also würde nur das auftauchen. Das würde ich jetzt ganz gerne testen. Okay, es tauchen dann alle auf. Ach ja, ist ja klar. Ist ja klar. Also es wird schon mal auftauchen. Nee, Elke hätte nur gerne einen Mega-Eisbecher. Ich weiß, ich habe das jetzt erst gelesen. Das hat sie vor 9 Minuten geschrieben. So, dann sollen soll gewartet werden. Nehmen wir mal 60 Frames, das ist jeweils eine Sekunde. Genau, und dann soll dieser Schalter wieder aktiviert werden und wieder 60 Frames warten und wieder dieser Schalter. Somit müsste jetzt quasi das so aufploppen, wie ich das möchte. Hey, warum geht das nicht automatisch?
Setze ich das auf Autorun, dann. Okay, dann machen wir das halt anders. N nehmen wir das halt so, wie es hier oben ist. Wir brauchen ja vier. Eins, zwei, drei, vier. Das dauert zu lange, also müssen wir mal die Frame-Anzahl etwas reduzieren. Naja, nehmen wir mal 30. Weiß nicht, ob gerade keine Musik im Hintergrund ist. Ist mir durchaus bewusst. Wolfi, dir auch einen wunderschönen guten Tag. Hallo, wie geht's? Schön, dass du da bist. Ja, Entschuldigung. So möchte ich das haben, so in dieser Schnelligkeit. Warte, ich mache euch mal Musik an. Ja, ein bisschen Kopfschmerzen, aber sonst alles gut. Zack, das bearbeiten wir nochmal und hier soll es auf 0 gesetzt werden. Quasi auf Region 1 ist es auf 0. So, das haben wir gemacht. Übernehmen. Okay. Mehr oder weniger. Ich möchte mal gucken, was passiert, wenn wir das auf Autorun setzen. Ich glaube, wir können uns dann nicht bewegen. Können uns da nicht bewegen bei Autorun. Nehmen wir mal parallelen Prozess. Neues Ereignis. Hier hat man 28, glaube. Dritte. Auf 2. Dann soll quasi das hier passieren. In einem parallelen Prozess. Dieser soll dann allerdings noch den Selbstschalter A haben. Neues Ereignis, hier Selbstschalter A ein. Und hier soll nichts passieren. Neues Ereignis. Und zwar Schritte. Das war Nummer 28. Auf 1. Soll bei einem parallelen Pro weil das kann ich. Ja, das kann ich parallel lassen. Hier ein Autorun rein. Das kann ich dann einfach so reinknüppeln.
nehmen wir das noch und knüppeln das hier hinten rein, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Das kann auch nichts schaden, wenn das überall reingeknüppelt ist. So, dann testen wir das mal. Wolfi, bei mir ist es... Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Um 20 Grad. Warum geht das jetzt nicht? Ach, Region. 27, nicht Schritte. 27, nicht 28. Aber ich muss ehrlich sagen, auf Arbeit ist es dann teilweise schon immer mal so ein bisschen ekelhaft warm. Genau. Ah. Ich möchte das quasi so einstellen, dass es dann so... Das ist komplett da. Ach, ja, ich weiß warum. Ich möchte das quasi... Glaube ich, der kommt gerade von Arbeit. Ja, und ich arbeite ja dazu noch draußen und nicht in einem klimaerwärmten... Oder klimaerwärmten, aha. In so einem klimatisierten Raum. So, zack, jetzt ploppt das immer so schön auf und man kann sich in der Zwischenzeit einfach nicht bewegen. Das ist das, was ich möchte. Allerdings. Kann ich mir das auch alles so ein bisschen einfacher machen? Dich brauche ich quasi. Das tue ich mal lernen. Ach, ich tue es gleich löschen. Das tue ich löschen. Und hier das tue ich lernen. So, dann brauche ich noch etwas für einen Schalter A. Schalter A, okay. Ich mache jetzt sicherheitshalber nochmal, ist selbst Schalter A aktiviert? Und der Schalter... Nee, die Variable natürlich. Region auf 0. Dann soll das hier halt quasi passieren. Und der Selbstschalter. Selbstschalter A soll ausgehen. Wo das die Reise dann hinführt, ist dann erstmal wurscht. Hauptsache der Selbstschalter A geht dann aus. Hier müssen wir übrigens auf 1 machen.
Was war das hier für eine Variable? 144. Und hier, wenn der Spieler das einfach berührt, was wir jetzt auch gleich einstellen, soll die Variable 144 auf 0 gehen. So, das dürfte jetzt funktionieren. Ansonsten muss ich halt noch mal das alte nehmen. Ein Bild für die Pausenszene suchen ist doof. Oh ja, es geht. Warum funktioniert das jetzt alles nicht? Okay, anders. So was anders. Versuch macht klug. Und ja, ich möchte das unbedingt haben, dass das dann halt so einzeln aufploppt. Das ist was, was ich halt möchte. Und diese Region machen wir dann auf 2. Das raus, das raus. Hier hauen wir jetzt einfach das ist jetzt eine vereinfachte Variante. Schalter um 1 erhöhen und dann einfach hier im Wartebereich von mal 20 Frames. Ist schon etwas schneller. 1, 2, 3, 4. So, hier können wir die 20 Frames warten rausnehmen. Und ist man auf Region 1, dann soll die Variable Schalterturm auf 0 gehen. Übernehmen. Alles klar. Ab der Fisch. Probieren. Ja, passiert nur eins oder was? Ich habe doch parallelen Prozess. Okay. Machen wir das auf 10 Frames mal. Warum wird nur 1 aktiviert? Ich könnte ja jetzt hier oben drauf und aufmachen. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Variablen.
Ach, ich weiß warum. Wir müssen das doch hinzufügen. Das war jetzt mein Fehler. Hihi. Okay, so kann ich das Spiel quasi broken machen. Das kann ich aber auch noch umgehen. Genau, mir ist da gerade was eingefallen, wie man das noch umgehen kann. Und zwar... Wie lange wartet man hier? 10, 20, 30 Frames. Wenn ich hier nämlich eine Bewegung festlege, der Spieler muss dann quasi 30 Frames warten. Paralleler Prozess. Weil ich auf Region 1 bin. Region 2. So. Und damit man das... Mir ist gerade was durch den Kopf gegangen, weil... Ja... Entschuldigung. Und zwar... Mir ist jetzt nämlich durch den Kopf gegangen. Wenn man jetzt hier hingeht, dann muss man ja warten, die 30 Frames. Und jetzt wird es immer wieder getriggert mit den 30 Frames warten, wenn man hier auf den Bereich 2 kommt. Das versuche ich jetzt zu umgehen, indem ich nämlich hier sage, ist Schalterturm gleich hier oder höher, dann soll gar nichts passieren. So, jetzt passiert erstmal nichts und dann wieder hier, zack, dann wartet man wieder und dann kann man hier wieder schön gemütlich rumlaufen. Oh, jetzt funktioniert das. Ich find's nice. So, also quasi hier, das müsste jetzt dahin münden. Wohin wirst du uns? Dahin, okay. Dürfte der hier gewesen sein. Das werden wir jetzt gleich kontrollieren. Genau. Bloß, dass du dahin führst. Kann ich nämlich diesen... Na, das machen wir lieber jetzt noch nicht. Weil ich ja gerade noch auf der Karte bin. Und ich würde dann quasi mich selber kaputt machen. Also quasi, ich würde das Spiel...
kaputt machen, weil nämlich die Datei nicht mehr existiert. So, und hier speichern wir nochmal. Löschen dieses Geschoss. Nein, fuck. Shit. Oh, ich hab da gerade was vergessen. Was mache ich jetzt? Warte, ich krieg die Datei wieder. Wartet. Ich krieg die wieder, keine Angst. Änderungen speichern. Nein, das wollen wir nicht. Ich will in den Desktop und will den RPG Maker nochmal aufmachen. Und da ist es auch wieder. Sehr gut. Wir nehmen jetzt diese Datei. Und benenne die jetzt in Plus noch dazu. Damit ich die dann unterscheiden kann. So, das ist natürlich hier hinten Ostturm. Jetzt kann ich diese löschen. Die nach oben ziehen. Bearbeiten. Das Plus weg. Sehr gut. So, das dürfte noch funktionieren. Und hier wart ihr auch schon. Okay. Wenn ich das Spiel nämlich jetzt neu starte. Moment. Wenn ich das Spiel jetzt neu starte, dürfte das jetzt eigentlich funktionieren. Ansonsten muss ich halt nochmal von vorne anfangen. Wolfi, falls du noch da sein solltest. Kennst du dich aus oder beziehungsweise kannst du solche Schriftarten verändern, also quasi so verändern, dass da zum Beispiel sowas Schönes noch vielleicht so ein leicht geschnörkeltes ist und dass es jetzt zum Beispiel in dem Fall so leicht verschwommen ist? Wenn man dann sowas hat, müssen wir uns dann mal überlegen, vielleicht was anderes noch. Vielleicht die Schriftart so ein bisschen steinig zu machen. Und hier vielleicht eine Pflanze oder sowas so. Also quasi Schriftarten bearbeiten. Hier das so ein bisschen in Nebel getaucht oder sowas. Ich suche noch jemanden, der mir nämlich das hier so ein bisschen verändern kann. Ich meine, ich muss das sowieso noch ein kleines Stück hier in die andere Richtung schieben. Aber das mache ich dann später. Das sind dann solche kleinen Feinheiten. Funktioniert. Und wie das funktioniert, ist das nicht geil? Jetzt muss ich mal noch einen Sound raussuchen. Wenn das hier nämlich passiert. Warte, das können wir auch hier hin machen. Und zwar ein SE. Soundeffekt abspielen. Ich mache mal die Lautstärke etwas runter.
Ups. Das solltest du eigentlich nur abspielen. Das merken wir uns mal. Oder Blow Elf. Na, wir machen. Was ist das denn? Was sind das für... Okay, der ist auf dem Klo. Nielka, vielen Dank fürs Vorbeischauen und... Und bis zum nächsten Mal. Darkness brauche ich nicht. Nee. Und nee. Ist auch sowas wie Stone oder sowas? Stone gibt es nicht. Aber ich glaube, wir nehmen das mit der Erde. Das hier nehmen wir. Das klingt gut. Und wir machen mal hier eigentlich mal einen Sound. Was höher. So. Genau. Da dürfte das jetzt nämlich so funktionieren. Jetzt müsste nämlich immer dann noch ein Sound aufploppen, bevor da irgendwas passiert. Ich meine, die Frames, die kann man dann den Sound anpassen. Ist auch trotzdem noch relativ leise bei euch, ja? Gut, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Muss ich das anders machen?
Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Und zwar warten wir hier keine 30 Frames, sondern jeweils nur 10 Frames. So wie die Dinger halt auch hier quasi draufgeknallt werden. Also machen wir hier genau dasselbe, bloß andersrum. Erst in Sound abspielen, dann warten. Sound abspielen. Warten. Und dann das ganze Prozedere dann nochmal warten und Sound abspielen. Somit sind wir bei 30 Frames und somit dürfte es dann funktionieren. Und somit haben wir dann auch nicht immer wieder den Sound, der abgespielt wird. Ich hoffe, ich habe das jetzt so ein bisschen verständlich erzählt. So, weg und... Aber wir können das trotzdem noch machen. Das ist jetzt alleine nur für den Sound. Wir kopieren uns das jetzt quasi nochmal. Machen aus dem hier einfach dann noch einmal für den Charakter die Bewegung festlegen, warten. Hier kann man ruhig 30 Frames warten machen. Und jetzt dürfte es eigentlich keine Probleme mehr geben. Das ist jetzt die einfachste Variante, die ich gemacht habe. Einfach noch mal einen parallelen Prozess dahin geknallt. Albino, warte, pass auf. Jetzt kann ich mich nämlich nicht mehr bewegen. Jetzt muss ich quasi diese Animation abwarten und kann mich in der Zwischenzeit nicht mehr bewegen. Das heißt, die Möglichkeit, jetzt da drinnen gefangen zu werden, ist gleich null. Auf normalen Wege natürlich. Das war ja das, was ich jetzt gerade noch gemacht hatte mit dem dritten parallelen Prozess. Ein bisschen mein Glück herausfordern. Ossi, du heilst dich bitte erstmal. Nein, jetzt schläft er auch noch. Aber alles gut, wir haben ja gespeichert zur Not. Komm, Sternenlicht.
Bleib wach, bleib wach. Sehr gut. Sauber. Haben wir besiegt. Aber was ich jetzt mal noch machen werde, ja gut, die Bekleider, die kann man halt dann da so einsperren. Ja, das ist okay. Ich meine, die kommen ja dann auch gleich wieder raus. Was ich mal noch machen werde, ist... hier überall nochmal zurückrennen. Der ist aber auch schon gewaltig, der Turm. Und mir die zwei Sachen noch holen. Wenn ich jetzt schon einmal hier draußen bin, kann ich gleich nochmal schlafen gehen. Ja, gut, okay, dann halt so. Zum Glück bleiben diese Räume und alles ja so, wie es ist. Das heißt, alle Gegner, die ihr mal besiegt habt, die bleiben auch besiegt. Ich werde dann noch etwas einbauen, wo ihr dann gegebenenfalls sagen könnt, okay, du möchtest jetzt aber leveln. Weil du nämlich einen Charakter hast, der Level 3 ist, den du nie hochgelevelt hast. Da gebe ich euch dann noch die Möglichkeit zu leveln. Das kommt aber dann erst später. Das Rätsel haben wir ja überarbeitet. Jetzt müssen wir hier runter. Mal ganz kurz was gucken. Da hält Tag und Nacht. Irgendwie. Ups. Wollte ich nicht. Weil irgendwie ist jetzt eine ganze Weile Nacht. Wir sind schon bei 1000 und. Ich habe das Gefühl, dass es einfach nicht mehr Tag wird, quasi jetzt. Gewöhnliches Ereignis, Tag und Nacht. Ich setze das jetzt nämlich mal auf 0. Setz noch mal auf 1. Dürfte es nämlich jetzt langsam wieder anfangen mit Tag werden. Ich glaube, der hat sich nämlich irgendwie verschluckt gehabt. Warum? Komm, Horsti, du schaffst das. Wenn das Albino bei dir dann
wenn du das dann testest, achte bitte drauf, ob Tag und Nacht halt der Wechsel, der Rhythmus immer da ist dann. Links sein ist ein bisschen assi irgendwie. Das ist ein bisschen blöd. Aber zum Glück trifft man ja trotzdem noch den Gegner. Ja, ich möchte einfach nur wissen, ob das dann das dann Tag und Nacht wird quasi. Jetzt haben wir 9. Und hier müsste es dann ab 60 dann heller werden oder beziehungsweise 120 müsste es dann heller werden. Und bei 480 müsste es dann wieder auf 0 gesetzt werden. Wobei, warte mal, 0 ist kacke, dann zerschrotte ich mir das wieder. Auf 1. Wir setzen das mal auf 1, sonst wird es wahrscheinlich wieder geschrottet. Hull. Ne, wir lassen das mal bei 0. Das hier setzen wir mal auf 170. Das ist jetzt einfach nur ein Test, ob sich das wieder resettet, auf 0 setzt oder sonstiges. Oder ob das dann halt immer weiter ansteigt. Wenn das wieder immer weiter ansteigt, ist es kacke. Ich weiß, ihr könnt jetzt gerade nicht sehen, was ich gemacht habe. Hihi. Blind. Ich habe jetzt quasi nochmal geguckt, ob ich den Intervall anderweitig einsetzen kann. Also quasi, ich habe jetzt die Variable auf das fast höchstmögliche gemacht, um zu sehen, ob diese Variable dann quasi sich auf 0 zurücksetzt. Wenn nicht, dann muss ich mal gucken. Also quasi diese Variable Tag und Nacht auf 15. 15. Das ist sehr gut, dass das jetzt auf 15 ist. Ja, jetzt müsste der Tag- und Nacht-Rhythmus wieder aktiviert werden. Oha, 3. Ja, gute Nacht. Osti, du machst das schon. Autsch. Bitte schlaf nicht ein. Autsch.
Shit, wenn die jetzt alle angreifen, ist Horsti tot. Keine Belebung. Jetzt wird's spaßig. Mindestens einen muss ich jetzt so schnell wie möglich killen, ohne dass die großartig Schlaf oder sowas machen. Wenn die nämlich Schlaf machen, dann gute Nacht. Also im wahrsten Sinne des Wortes, gute Nacht. Blindheit, damit kann ich leben, aber Schlaf, das ist dann immer so eine Ekelaktion. Ach. Ich glaube, ich werde dann auch irgendwo mal noch einen Beleber verstecken. Beziehungsweise hinsetzen. So 3 oder 5 Beleber oder sowas. Kann ja nicht sein, dass der arme Horst hier immer tot ist. Beleber, habe ich gesagt. Ach so, ja, gut, ich hab's verstanden. Ah, hier habe ich sogar noch einen Fehler drin. Hier. So, da war nämlich hier noch mal so ein kleiner Fehler drin gewesen, der nicht so schön aussah. Jetzt mal hier mal hinkommt. Das Belebungsmittel. Schieben wir uns wieder nach oben. Belebungsmittel erhalten. Ja, holen wir noch 5 draus. Und jetzt solltest du auch noch dafür sorgen, dass du die Wand nicht begehen kannst. Welche Wand? Oh. Ah, das hat sich dann gleich sowieso erledigt. Stimmt, den Screen, den hatte ich ja auch gesehen gehabt. Hast vollkommen recht. Dass man jetzt die Wand begehen kann, hat sich jetzt erledigt. Weil jetzt kommst du hier nicht mehr drauf.
Okay, nee, Leber nehmen wir halt mit und keine B-Leber. Wie gesagt, das. Jetzt kommst du hier nicht mehr drauf. Das hat sich jetzt erledigt. Dolle hast du es gemacht. Ey! Jetzt bin ich versehentlich auf die 1 gekommen. Entschuldigung. Ich meine, ich muss quasi aber auch die Dinger da oben begehbar lassen. Jetzt habe ich's. Weil ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal mit einer zweiten Etage arbeiten will. Deswegen lasse ich die gleich mal so, wie sie sind. Und kann dann sagen, okay, vielleicht könnte ich das ja so und so verwenden. Oha, der hat aber einiges fallen lassen. Ein kleiner Trank. Das ist nicht so das, was ich gesucht habe, aber naja, gut. Ist besser als. Moment. Hier habe ich auch einen Fehler drin. Hier fehlt auch so ein klackendes Geräusch irgendwie. Ich weiß auch nicht. Soundeffekt irgendwie so ein Klacken oder sowas. Das müsste ich noch wissen, was Schalter auf Englisch heißt. Button oder sowas, ne? Also. Hebel. Den Soundeffekt. Lever. Der Leverman. Nee, ich hab so ein quasi so ein Switch-Geräusch jetzt quasi drin. Das passt ganz gut, finde ich. Ich meine, ich finde, man sollte ja auch so ein bisschen dann auf solche Soundeffekte auch achten. Und die sind quasi bei mir im Spiel noch ein bisschen sehr rar gesehen. Ich meine, ich könnte auch Schrittdinger, also solche Schrittreihenfolgen machen.
Sehr gut. Das hat schon mal geklappt. Los, Horsti, pulverisiere ihn. Aber den Switch, das Geräusch, das müsste ich eigentlich dann auch nochmal auf den einen Schalter drauf machen, beziehungsweise mir ist da gerade noch was durch den Kopf gegangen, beziehungsweise aufgefallen. Wir nehmen mal den Switch-Soundeffekt und setzen den erstmal hier mit drauf. Und hier mit drauf. Damit überhaupt quasi Soundeffekte entstehen können. Können wir den nämlich auch gleich hier mit drauf? Oh, warte mal, hier haben wir einen Soundeffekt dran. So. Moment, wir müssen vorher noch was testen. Alles gut. So, Sternlicht Horsti, los. Sternlicht Horsti. Nächste Woche, ich weiß nicht wann. Weiß ich nicht, ob ich, also da muss ich einen bestimmten Tag dann aussetzen, weil ich nämlich zu meinen Eltern muss, denen im Garten helfen muss, beziehungsweise ich möchte dahin und zu meinem Geburtstag wird es sogar dann auch noch einen Stream geben dann. Dort wird dann halt angefangen wie jedes, ja, ich glaube, ich werde Horsti Borsti nennen. Kannst du ja machen, kannst du ja aussuchen, wie du den nennst. Zu meinem Geburtstag wird dann quasi als allererstes Mega Man X gespielt. Das mache ich jedes Jahr. Ich spiele jedes Jahr zu meinem Geburtstag immer Mega Man X. Das ist so eine kleine Tradition bei mir. Was wir dann danach machen, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Borsti. Grippo. Das willst du nicht sehen, Albino. Das willst du nicht sehen. Weil an den 27. diesen Monats habe ich ja Geburtstag und ein Frauchen hat gesagt, naja gut, dann darfst du halt streamen. Aber auch nur bis, ich glaube, 17 Uhr oder sowas. Wenn die Zeit reicht, Albino, werde ich mal was machen. Ausgewichen, ausgewichen. Gönnt Götzen bei denen.
Mir ist nämlich eine ganz blöde Idee gekommen. Das wird witzig. Bino, wie wär's denn, wenn wir einfach sagen, das sind ja sozusagen die kleinen Schweinchen. Wenn ich den, eins von den Schweinchen so richtig schön, keine Ahnung, die sind ja auch pink. Aber wenn ich den so einen Schraubenschlüssel oder sowas in die Fresse reinballere, also quasi, der hat ja in der 1-Szene hat er ja so einen Schraubenschlüssel auch im Mund. Und ich weiß nicht, wenn du das dann ansprichst, das Schwein mit dem Schraubenschlüssel im Mund, sagt er hier dann zum Beispiel, ey, lass Borschti in Ruhe oder sowas. Muss ich mir nochmal angucken, was die da gesagt haben. Haben die nicht sogar auch gesagt, lass Borschti in Ruhe, du Schwein oder sowas? Gleich mal alle eingepennt. Nein, du solltest eigentlich Magie machen, aber es ist vollkommen okay. Lebe dich aus, Horsti, wenn du das so möchtest, dann mache. Wie viel sind wir denn jetzt eigentlich bei der Variablen? Zwanzig, okay. Wird, glaube ich, ein bisschen schwer, das umzusetzen, so einen richtigen Werner-Charakter dann reinzubauen. Gekriegt. Pelz. Okay, da kommt das raus. Das kommt rein. Hier haben wir jetzt quasi einmal ein Pelz bekommen. Wir aber noch mal ganz kurz gucken.
Ja, ist okay. Pelz ist okay. Übernehmen. Okay, dann wird das nämlich auch angezeigt, was man bekommt. Müsste mal gucken. Rüstung. Lederweste. Er kriegt Lederfetzen. Sehr gut. Wird wieder Zeit, mal zu speichern. Boah, jetzt ist es aber auf einmal so BAM! Wird jetzt schon richtig weh in den Augen. So, das haben wir auch. Speichern. Auf jeden Fall speichern. Bist du derjenige, der diesen Turm angegriffen hat? Dieser Angriff ist nur der Anfang. Bald werdet ihr die Welt nicht mehr wiedererkennen. Denn alles wird brennen. Alles wird brennen. Das kommt mir doch bekannt vor. Du hast das Land angegriffen. Diese ist unverzeihlich. Mach dich bereit für dein Ende. Peno, einen wunderschönen. Hallo, na, wie geht's? Schön, dass du da bist. Ich teste gerade nochmal die erste Insel bei uns. Also bei dem Spiel, was ich hier erstelle. Und wenn alles funktioniert. Ich glaube, der hat einen hohen magischen Def. Dunkelheit. Fehlt ein Beistrich. Wenn alles funktioniert, dann kann ich sogar dann auch sagen, okay. Wenn ich dann mit der zweiten Insel fertig bin, werde ich die erste offizielle Demo rausbringen. Okay. Ich glaube, wir gehen dann doch nochmal zur Stadt und bereiten uns etwas mehr auf den Kampf vor. Glückwunsch. Naja, abwarten, abwarten. Erstmal muss das noch durch die Leute gehen, die das testen, das Spiel. Und dann muss ich nochmal gucken, wie schnell und wie weit ich quasi mit der zweiten Insel dann komme. Also ich habe vor, das noch dieses Jahr die Demo rauszubringen. Deswegen arbeite ich jetzt momentan sehr häufig und sehr oft hier an den RPG Maker. Zumindest die Demo. Wir sind Level 7. Wir legen uns mit Level 7 gegen eine Level 2. Ich
glaube 20 oder so. Nee, ich glaube nicht. Ist auch egal. Wie viel Geld haben wir denn? 7000. Genau, ich habe eine Idee. Die 1000 investieren wir und die 1500 investieren wir auch. Gehen wir nämlich hier hin. Gehen wir nämlich hier hin. Und wir können jetzt nämlich... Können wir nicht, aber wir können Ränge herstellen. Somit kann ich jetzt auch einen normalen Trank noch herstellen. Und wir holen uns jetzt... Jetzt holen wir uns Verstärkung. Also, holla die Waldfee, jetzt geht's ab. Was ich nur extrem feiern würde, wenn ich das dann irgendwann mal bei einem anderen Streamer sehen würde, das Spiel, da würde ich so feiern. Oder wenn dann irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand auf YouTube oder sowas das Spiel vorstellt, ich würde es so feiern. So schön richtig out of order, so bam, hier, bitte, du Dummer. Da hast es. So. Trank. Wo ich dann halt auch immer nur so ein bisschen Bedenken habe, ist dann bei der Sache, dass ich irgendwo irgendwas übersehe, was das Spiel so richtig kaputt macht dann. Sozusagen, dass du dann dass du dann wieder gezwungen bist, von vorne anzufangen. Weil du einfach einen Bug gefunden hast, wo du dich nicht draus befreien kannst. Ja, das ist ja richtig, aber es gibt manchmal echt solche Momente, wo man dann... wo auch die Tester und alle das nicht unbedingt immer gleich finden. Die hauen mir den Horst die ganz schön derbe auf die Fresse. Das war jetzt ein verschwendeter Trank. Ja, ein Aske kann doch ruhig belegen. Der kann das ab. Sehr gut. Holz brauche ich jetzt nicht.
Oh, Horon hat Level Up. Blumen, Schwarzwurzel und Tomate. Sehr gut. Lass dich nicht umbringen, mach dich stark. Kann Horon jetzt einen neuen Skill erlernen? Ja, starker Angriff. Nehmer, komm, wir nehmen den starken Angriff mit dazu. Waffenfluch. Rüstungssegen oder Rüstungsfluch? Wir nehmen mal Waffenfluch. Ich hätte wahrscheinlich Rüstungsfluch mit reinnehmen sollen. Ich dummer. Mit Rüstungsfluch kann ich die noch mal schneller klein kriegen. Jetzt mal Willenskraft. Waffenfluch. Horst, die kriegt jetzt Rüstungssegen. Kommt, was soll der Geiz? Starker Angriff, komm. 300 und. Nicht schlecht. Und nochmal starker Angriff. Das ist jetzt einfach noch ein bisschen kleines bisschen Gefarme, was ich jetzt mache. Damit ich nämlich zum Beispiel auch noch mal ein paar Tränke craften kann. Boah, Albino, das ist eine Sache, die übersteigt mein Können. Da weiß ich noch nicht, wie ich sowas... Kleiner dran, kleiner Mana dran. Wie ich das umsetzen soll. Bei sowas. Ich meine, den Lichtzauber, den hat Horon, Horsti ja auch nur durch den Stab. Aber wie gesagt, wie ich das umsetzen soll, dass der dann mehr Schaden macht, wenn es dunkel ist, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Oder beziehungsweise, das weiß ich jetzt nicht. Müsste ich höchstens mit Schaltern arbeiten. Nee, der Gedanke, der ist nicht schlecht. Der ist echt nicht schlecht.
Welche Waffen? Treppen, nein. Wüsste auch gerade nicht, wie ich das umsetzen kann. Ich habe mir jetzt mal noch das angeguckt. Aber wie ich das jetzt umgesetzt kriege, das kann ich dir leider jetzt nicht sagen. Beziehungsweise ob ich es umgesetzt kriege. Aber der Gedanke, der ist nicht schlecht. Ich meine, die Variable haben wir ja, oder ja doch, die, nee, den Schalter haben wir, dass es dann halt nachts wird. Weil sonst würden ja die Fenster nicht anfangen mit leuchten. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie ich quasi den Schaden verdoppeln oder erhöhen kann, wenn es halt, wenn der Schalter an ist. Das ist das Problem, was ich gerade so ein bisschen habe. So, die Mine ist auch bald geklärt. Warte mal, mir ist doch noch was eingefallen, was ich gerne mal gucken kann. Und zwar in den Truppen. Eine bedingte Verzweigung. Ist der Schalter Nacht? Das machen wir mal hier oben auf 1. Gegner HP ändern, Gegnerzustand ändern, Gegner alles heilen, Gegner erscheint. Achso. Ich bin jetzt gerade quasi dabei, zu gucken, ob man das hinbekommt. Ist Nacht an. Dann soll Klasse, bla. Nee, dann würde ich das so machen, dass du dann definitiv Licht hast.
Aber warte mal, ist dann auch noch die bedingte Verzweigung an... Oron zum Beispiel hat Licht. Sternenlicht. Also einmal ist Nacht an und Horon hat Sternenlicht 1 gelernt. Dann soll... Osti... Sternlicht 1 vergessen. Übrigens Fehler, das ist Horan und nicht Horsti. So. Soll er Sternlicht 1 vergessen und soll... Albino, das würde gehen. Könnte funktionieren. Dann muss ich hier noch eine Elsverzweigung reinmachen. Weil ist nachts nicht an. Soll er Sternenlicht 1 ja nicht vergessen. Dann soll er ja Sternenlicht 1... Da müsste man das dann halt auf das andere wiederum setzen. Genau, da müsste ich quasi nachts ein, also für ein Sternenlicht 1 und 2, müsste ich dann quasi noch einmal Sternenlicht 1 und 2 ernennen, was ja nicht das Thema ist, und es einfach etwas stärker machen. Somit ist es dann in der Truppen, wenn ich hier quasi die Gruppen habe... Ich kann das anders machen, ich kann das in einem gewöhnlichen Ereignis festlegen. Da brauche ich das nämlich nicht die ganze Zeit hier in die Gruppendinger da rein zu pressen. Albino, wie gesagt, es könnte funktionieren. Nicht, dass ich mich in ein gewöhnliches Ereignis reinhaue, ist das gewöhnliche Ereignis immer präsent. Das wiederum heißt, ja, funktioniert. Kann ich machen. Albino, kannst du mir das mal bitte, warum mache ich denn schon wieder Waffenfluch? Kannst du mir das mal bitte in dem Spiele-Ding reinsetzen? Auf dem Spiele-Discord? Also da, wo die Tester und alles mit dabei sind. Sauber. Du watschelst da oben rum und da haben wir nochmal 5 Beleber gekriegt. Hier holen wir uns auch nochmal die 100 Rubies. Gehen raus.
Stiefeln hier rein. Natürlich wollen wir noch ein bisschen was herstellen. Bin aber auch knausrig mit dem Kohl. Auf jeden Fall übernachten. Und hier kommt jetzt der Moment, wo die Frames einbrechen. Hier hat man nämlich teilweise 15 Frames und ich habe da gerade was entdeckt, was ich rausnehmen muss. Was war das? Wird rausgenommen. Versteckt. Nee. Das ist die einzige Truhe, die noch da war. Okay. Rubies haben wir noch. Moment, bevor wir jetzt hier alles ausgeben an Rubies. Ist das Haus oder das Haus daneben? Shit, war das falsche Haus. Schade. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum da die FPS so einbrechen. Ich kann es echt nicht sagen. Vielen Dank, Albino. Vielen Dank. Hier nochmal Sternlicht drauf britzeln lassen auf den Typen da. Aber ich werde das nicht so übermächtig stark machen dann. Ich werde das dann eher so machen, dass du dann halt quasi anstatt 340, keine Ahnung, 300, 400 oder so maximal dann nachts machst. Also quasi nicht so immens viel. Weil das wäre ja dann sonst echt hardcore. Also ich werde dann den Schadenszähler quasi um 2 erhöhen. Ja, ich weiß schon, wonach es dich gelüstet hat. Sehr gut. Kürbis und Karotten.
Ich meine, davon mal abgesehen, die ganzen Crafting-Dinger, die ich jetzt hier drin habe, das ist ja noch nicht das Finale. Also es gibt ja dann noch weitaus viel mehr. Wie zum Beispiel habe ich ja dann auch vor, bei Albino in den Laden dort auch nochmal so ein Waffen-Crafting reinzubauen, dass ihr euch dann quasi eure Waffen craften könnt. Die Mine, wenn die befreit ist, soll ja auch nochmal einen spezielleren Aufwand bekommen. Komm her, dich mach ich auch noch platt. Man soll ja dann auch in den Wald gehen können und Holz hacken können und alles. Das wird ja dann alles noch mit implementiert. Ein kleines Farming-System wird mit eingebaut. Ich bin dafür, ehrlich gesagt, dass ich dann mal schaue, dass ich irgendwo noch einen NPC in das Haus mit reinsetze, was man ausbauen kann und man dort quasi, wir haben es 19 Uhr, ist mir aber gerade egal, und dass ihr dort quasi dann noch schon mal einen kleinen Vorblick sehen könnt, okay, was ist noch geplant, was allerdings schon im Spiel reingebaut ist. Dass man das bereisen kann und alles, dort kann ich dann zum Beispiel auch nochmal anderes Feedback kriegen. Sowas wie, ja, das macht Sinn, oder eher sowas wie, na, nee. Ich hab das auf Skill, okay. Momentan das Holz. Das braucht man gar nicht. Das ist ein Item, was man verkaufen kann. Oder ihr spart es euch auf. Kürbis. Weiß ich jetzt gerade nicht, ob man das braucht. Aber wir haben ja noch die Blumen. Jetzt sind wir den Schleim so ein bisschen im Vorteil, dadurch, dass wir jetzt auch einfach mal 2 Level über den sind und wir haben sogar ein Level abbekommen. Rosti war's. Sehr gut. Frame Drops. Das ist aber wirklich nur hier. Ich verstehe das irgendwie nicht. Und Albino, nein, es werden nicht nur Schleime hier auftauchen. Es tauchten auch Krähen auf. Das ist jetzt einfach nur Pech, dass die Schleime hier aufgetaucht sind. Sag mal. Also jetzt ist es schon fast Schikane. Sehr schön, kleiner Trank. Das soll dann auch nochmal andere Grafiken kriegen hier. Die Tränke und alles. Wir können sogar noch einen kleinen Mana-Trank brauen. Also so langsam gefällt mir das hier. Das muss schon so sagen.
Naja, gut. Aber wir werden jetzt langsam zum Ende kommen. Erstmal speichern. So. Wer bei der Battle Royale mitmachen will, der schreibt jetzt irgendwas in den Chat, egal was. Ich brauche eure Avatare dafür. In der Zwischenzeit schaue ich mal, wie wir raiden können. Genau. Irgendwas. Egal. Was richtig, so sollt ihr das schreiben. So, ach, Harvest macht auch mit. So, die Battle Royale beginnt jetzt. Viel Spaß dabei. Donny, der spielt nämlich gerade Retro. Ah, ich glaube, wir sollten da auch mal wieder rüber gucken bei Don Crime. So, Leute. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei jedem, der hier mit zugeschaut hat. Egal, ob aktiv im Chat oder im Lurk. Jeder ist hier wichtig. Außerdem wird es morgen dann weitergehen mit dem Testspiel. Wir sind jetzt bei über 773 Stunden oder sowas, was wir hier das Spiel zusammen erstellen, also kreieren und machen. So, ja. Und es werden noch ein paar Stunden mehr. Ich würde ganz gerne rüber zu Don Crime raiden. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle mit rüberschaut. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Abend, viel Spaß bei Don Crime. Wir sehen uns morgen wieder 16 Uhr und ja, bis dahin sage ich erst einmal Tschüss, bis dann.